Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 342. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Supergeil, ich habe endlich mal es geschafft, diese Woche wieder mit leichtem Golftraining weiterzumachen. Genau, hatte ich ja kürzlich schon mal gemacht, als die Herzdame das letzte Mal zu Gast war. Ja, also ganz langsam wieder das Training begonnen. Ich habe zunächst jetzt mich auf das kurze Spiel konzentriert, um überhaupt mal wieder in Schwung zu kommen und habe dann am Donnerstag eine neue Trainerstunde gebucht für leichte Korrekturen, weil es funktioniert zwar grundsätzlich, es ist aber einfach das alte Thema Konsistenz. Dass die Bälle zuverlässig geradeaus fliegen, so wie sie sollen, das braucht einfach noch ein bisschen Arbeit und da sind einfach sehr leichte Korrekturen, sehr subtile Sachen, die aber sehr viel bringen. Das ist zum einen der Weg des Schlägers, die Schwungbahn darf nicht zu steil sein, weil ich sonst unmittelbar vor dem Ballkontakt zu viel Korrekturen drin habe. Das heißt, ich muss also im Idealfall so schwingen, dass der Schläger dann auch schon auf den Ball zukommt, ohne dass ich da jetzt nochmal dran rumfummeln muss. Und dann muss ich kurz vor dem Treffmoment die linke Hand geringfügig mehr eindrehen, dass also mein Handrücken mehr zum Ziel hin zeigt. Dann fliegt der Ball nämlich auch gerade und gleichzeitig die Schultern mehr mit in die Drehung nehmen. Das sind drei Sachen gleichzeitig. So. Und die sind so subtil, weil also wenn ich die Hand zu wenig drehe, dann fliegt der Ball zwar gerade, aber in einem Winkel von, keine Ahnung, so und so viel Grad nach rechts. Drehe ich sie zu viel, fliegt der Ball gerade, aber in einem Winkel von so und so viel Grad nach links. Und da die Mitte zu finden, das ist wirklich sehr, sehr subtil. Und dann ist es halt auch ganz viel. Die Chefin also, kommt. Ich habe dir Kuchen gebracht. Ja. Du kannst davon die Hälfte essen. Die andere Hälfte ist für mich. Ja. Und ich habe mir die Nudeln warm gemacht. Sehr gut. Ja, es gab nämlich Millionärs Shortbread. Anlässlich des bevorstehenden Geburtstages der Herzdame. Haben wir eine liebe Freundin, die das tatsächlich es ist übermorgen. Weltfrauen. Immer gerne zubereitet. Und jetzt steht das hier und es besteht aus Keks und Karamell und Schokolade. Und es ist eine unglaubliche Schweinerei und sehr, sehr toll. Ja. So wie wir, genau. Unglaubliche Schweinerei, aber sehr, sehr toll. Genau, jetzt heißt es also weiterhin üben, üben, üben und jetzt dann auch endlich mal auf dem Platz demnächst. Das ist jetzt die nächste große Herausforderung, das mal in den Terminplan irgendwie einzupflegen, dass ich auch mal Zeit habe, auf den Platz zu gehen. Ja, und über die Arbeit wollte ich auch noch sprechen. Ich war nämlich auf Föhr dienstlich. Und zwar geht es darum, ich mache was über die Seehundjäger, ist zumindest was bestellt. Wir haben noch keinen konkreten Sendetermin, deswegen ist das noch nicht, alles längst nicht fertig. Seehundjäger in Schleswig-Holstein, das sind halt die, die sich um kranke und verletzte Seehunde kümmern. Und da gibt es eigentlich keine richtige Debatte drum. Das ist halt so und das ist eben auch die Regelung, die es in Schleswig-Holstein gibt. Nun gibt es aber Menschen, die sagen, die Seehundjäger sind nicht gut genug ausgebildet. Und die schießen einfach alle Seehunde über den Haufen, die sie finden, anstatt die aufzupäppeln. Das könnte man nämlich. Und mit so jemandem habe ich gesprochen, auf Föhr. Die Anreise mit Zug und Fähre, super entspannt. Also ich bin hier losgefahren mit dem Zug nach Nibeln, dann da umgestiegen in einen Zug der Nordfriesischen Eisenbahngesellschaft und da wirklich also ganz, ganz idyllisch über Land getuckert bis direkt an den Fähranleger. Habe dann da noch ein bisschen Atmo aufgenommen, ein paar Hafengeräusche, bevor ich dann rübergefahren bin zur Insel. Das Gespräch lief auch gut, wir waren gerade sehr entspannt fertig und ich schlenderte zurück zum Hafen, wusste also, ich habe noch ungefähr eine halbe Stunde Zeit. Und dann stellt sich raus, die nächste Fähre fährt erst in 2,5 Stunden, weil das Niedrigwasser so niedrig war, dass die nicht an- oder ablegen konnten oder weiß der Geier was. Jedenfalls hatte ich dann unfreiwilligen Aufenthalt von 3 Stunden. Was jetzt erstmal ja grundsätzlich nicht schlecht ist, weil es schlechtere Plätze gibt, an denen man stranden kann als Föhr. Aber so eine Insel ist ja dann doch ein bisschen langweiliger, als man denkt, wenn es außerhalb der Saison ist und kalt und windig und man nichts zu tun hat. Aber ich habe dann in einem Café gesessen und außerdem habe ich bei Simons einen Burger gegessen, der sehr lecker war.
Also hat sich gelohnt, muss man einfach sagen. Genau. Dann habe ich jetzt seit kurzem eine neue Tastatur. Ich hatte an meinem Rechner eine Bluetooth-Tastatur von Sherry. Die habe ich irgendwie getoastet, keine Ahnung. Die ging von jetzt auf gleich nicht mehr. Also der Empfänger wird am USB-Hub noch erkannt, aber viel mehr als das passiert auch nicht. Und das kam ein wenig unpassend, weil ich in dem Moment gerade an einem Skript für einen Beitrag saß und es schon echt spät war und ich keine Lust hatte auf solche Schwierigkeiten. Und da habe ich mir also behelfsmäßig mit der Funktastatur der Herzdame konnte ich dann weitermachen und habe anderen Tags eine neue gekauft, nämlich die MX-Keys von Logitech. Deutlich besseres Schreibgefühl tatsächlich. Die Anschläge sind viel angenehmer und auch eindeutiger. Und man kann sie ausschalten. Das hat die Sherry-Tastatur nicht. Finde ich schon mal super nice. Und das Killer-Feature ist aber, ich kann die mit bis zu 3 Geräten verbinden. Also zum Beispiel auch mit meinem Smartphone oder dem dienstlichen iPad, alles über Bluetooth. Sind beides keine echten Anwendungsfälle für vorhanden, aber es ist schon mal geil, dass das geht. Und jetzt habe ich also diese wunderbare neue Tastatur, die ich sehr gut finde. Und dann waren wir ja heute auch noch in St. Peter-Ording. Wir hatten nämlich Besuch und die Herzdame war ein wenig unternehmungslustig. Deswegen sind wir nach St. Peter-Ording gefahren, in den Westküstenpark. Das ist ein Tierpark, wo wir schon häufiger waren. Und wo es eine Menge Tiere gibt, komischerweise. Die hatten heute das erste Mal in der Saison wieder auf. Nee, vorgestern. Vorgestern das erste Mal in der Saison, das erste Mal wieder auf. Und da klang es so. Flog ein Flugzeug durch die Gegend. Überall hörte man Vögel, die Vögelgeräusche machen. Nee, Vogelgeräusche. Vogelgeräusche haben die gemacht. Erzählen, wie lange das gedauert hat, bis du das Storchenklappern hattest. Ja, und ich wollte unbedingt Storchengeklapper aufnehmen. Und das hat einfach unfassbar lange gedauert mit diesen gefiederten Arschgeigen. Weil die immer dann aufgehört hatten zu klappern, wenn ich gerade das Handy in der Hand hatte. Aber hier sind sie jetzt. Enten haben sich auch gestritten. Und es war auch sehr windig. Und dann hat es zum Schluss endlich nochmal geklappt. Die Störche haben nochmal geklappert, weil die wahrscheinlich nicht gesehen haben, dass ich mein Handy gerade in der Hand hatte und die Aufnahme gestartet habe. So war das, großartiger Tag in St. Peter-Ording. Danach waren wir dann noch los und haben noch Pommes gegessen und Teile der begleitenden Menschen auch Fischbrötchen oder Crepe. Und nee, doch, wir hatten dann noch ein Eis, trotz Kälte. Es war viel zu kalt für Eis, aber wir hatten auch keinen Bock auf den Crepe, den es da gab. Aber immerhin, Eis. So, das muss man einfach mal festhalten. Es war ein sonniger Tag, es gab Eis, wir waren spazieren. Temperatur reden wir nicht drüber, Wind egal, aber wir hatten einen super Frühlingstag. Super. Und wir haben eine super Podkarte bekommen von Ulf, vielen Dank. Der unten schreibt, dass es aus seinem Heimatort keine Postkarten gibt, keine Ansichtskarten gibt und dass er deswegen kurzerhand einfach selber welche gemacht hat. Und die sind sehr schön und stiften große Freude. Und das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Kannst du sagen, dass wir nächste Woche von dem Hundekörbchen erzählen? Ach ja, genau. Weil die Leute, die meisten hören es jetzt wegen dem Hundekörbchen. Nein, die meisten hören das meinetwegen. Ja, natürlich. Sag einfach, dass du es nächste Woche. Ja. Ich soll noch schöne Grüße von der Herzdame ausrichten. Sie hat getwittert, dass es in dieser Folge was zu unserem neuen Hundekörbchen gäbe. Und das machen wir nun nächste Woche. Offenbar. Danke. Bitte. Tschüss. Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jönscha. Und wir sind es nicht.